Wir befinden uns in den Räumen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in Osnabrück. Es ist eine Veranstaltung der Deutschen Club of Rome Schulen mit dem Thema Nachhaltigkeit, Energieversorgung und wie gestalten wir unsere Zukunft. Und es ist besonders schön zu sehen, dass hier heute Lehrer, Menschen, die mit dem Thema Nachhaltigkeit sich verbinden, als auch viele Schüler, Schulsprecher, Klassensprecher gemeinsam an dieser Veranstaltung teilnehmen. Wir möchten Sie hier begrüßen, die Gäste von den Stadtwerken Osnabrück und auch deren Gäste, neun Schulen aus Osnabrück. Wir möchten Ihnen hiermit den Desertec Atlas übergeben. Das sind die ersten Exemplare. Einen herzlichen Dank. Die Schulen stehen hier nur stellvertretend heute. Es gibt insgesamt 21 weiterführende Schulen in Osnabrück und alle diese Schulen werden wir mit Desertec Atlanten unterstützen für den Unterricht. Das Ziel des Desertec Atlas ist, das Thema Bildung noch weiter mit dem Thema erneuerbare Energie zu verknüpfen. Und hier sehen wir eine unserer Aufgaben, dieses Thema in Schulen zu bringen, an interessierte Erwachsene und an die breite Öffentlichkeit. Ich persönlich bin sehr begeistert auch von dieser Idee und mich interessiert das sehr und ich würde gerne wissen, wie wir uns direkt weiter beteiligen können. Ja, tolle Frage. Ja, das passt auch gut in den heutigen Tag. Und das Erste, was ich Ihnen ans Herz legen darf, werden Sie Fan auf Facebook. Teilen Sie das mit Ihren Freunden, teilen Sie ihn mit, hier ist was Spannendes zu gucken. Hier ist vielleicht ein Film auf YouTube über Desertec, der mir gefällt. Schließen Sie sich zusammen, machen Sie Fangruppen. Spread the news, ja. Also, das ist was, hier können Sie unmittelbar wirksam und aktiv werden und wir kommen gerne auch mal für einen Vortrag bei Ihnen vorbei. Ich finde es ganz wichtig, dass Desertec, dass solche Projekte existieren. In Bezug auf Desertec ist ganz wichtig, meiner Meinung nach, dass schnell die Umsetzung dieser Vision stattfindet, da wir gerade was Klimaschutz angeht, da uns sehr wenig Zeit bleibt, um in einem Bereich zu bleiben, den wir überhaupt noch überschauen können. Die Schule ist auch ein ständiger Wandel. Ist auf einem bestimmten Wandel. Sie verändert sich stetig, Tag zu Tag. Das Großgruppen-Brainstorming funktioniert so, dass die Teilnehmer einen Rechner vor sich haben und sie können dann Wortmeldungen und Kommentare selbst kommentieren oder bewerten, sodass ein großer Pool an Ideen entsteht. Heute Abend hatten wir dann noch einen Vortrag, einen Ausflug in die Welt 2020 mit dem Trendforscher Sven Gabojanski. Und er hat uns eben vorgestellt, welche Innovationen gegebenenfalls in den nächsten 10 Jahren auf uns alle zukommen werden. Die jungen Menschen wissen, wir müssen die Welt radikal verändern, denn wir müssen den Ressourcenverbrauch und die Zerstörung der natürlichen Umwelt, das müssen wir möglichst schnell abstellen. Ich denke, dass Schüler ein sehr großes Potenzial haben oder junge Menschen an sich in ihren Ideen und in dem, was sie bereits gelernt haben und was sie an Kreativität haben, um Probleme, die uns in Zukunft betreffen und auch jetzt schon betreffen werden, zu lösen. Und ich denke, dass gerade Netzwerke wie dieses Club of Rome Schulen Netzwerk uns jungen Menschen diese Gelegenheit bietet. Erneuerbare Energien sind grundsätzlich einfach wichtig, weil wir haben ja heute schon viel darüber gehört, dass wir es brauchen, dass wir es einerseits zum Teil schon für unsere Generation, aber spätestens für die Generation nach uns, also unsere Kinder, vielleicht Enkelkinder, denen einfach schuldig sind. Also später will ich nichts unbedingt mit Energie oder halt erneuerbare Energie machen, eher im sozialen Bereich, was ich aber eigentlich finde, dass es ziemlich nah beieinander ist. Und ich finde eben einfach, dass das heute zu der Ausbildung dazugehört, dass man sich eben über einfach globale Themen Gedanken macht.